Mensch, bin ich froh, dass am Samstag das blöde Glasentreffen ist, denn länger halte ich es nicht mehr aus. Jede Woche von Süffelwierchen bis auf Riesstedt rennen und wieder zurück. Nur weil die blöde schwarze, dunkle Hose in die passen. Und ich simpel. Ich darf nicht rennen, weil meine Altbein das nicht mehr gut macht. Ja, was ist ihr, Buben? Jetzt sind wir ja noch längst immer wie gestern. Also macht das nichts. Die hast gehört, rede. Ich fahr schon mit dem Velo hinten an. Da sind wir selber die Schuld dran, dass wir so Mittel anwenden müssen. Dann verprofitieren, ins Kreuz zu hocken, sei am Herz zu packen und zu stand vom Christin heimeln und feiern. Also kann das nicht gehen. So, meine Sieben, komm, steh wohl auf und bring mir deine Büste her. Dass ich ihn abmessen kann, ich will nur, ob du abgenommen hast. Nicht so. Donnerwetter! 6 cm! Du, komm, Chef! Siehst du? Langsam wäre ich der Training durch. Es wäre doch gelockt, wenn du bis am nächsten Samstag nicht in deine schwarzen Hosen kommst. Du, Charlotte, es wäre doch eine Blamage, wenn ausgerechnet unsere zwei Männer dicksten von der Blast werden. Du weißt ja, dass die Schengel immer so sportlicher Kerl ist. Hey, Sepp, nicht mal. Alles Muskeln. Kein Krankheit. Hey, apropos du, warum hast du denn deine Schengen in die Kirode zählenmals? Aber ich kann mir denken, warum. Der ist so gescheit gewesen, der hat nicht gemerkt, was du für ein Traurer bist. Jetzt steck's auf. Ich hab ihnen nämlich gar nicht gewählt. Ach so, warum denn nicht? Schließlich hast ja du zählenmals ein Westpaket und er ist alles noch mit seinem tödlichen Velo. Gut, dass ich jetzt auf dem Laufenden bin. Ja, dann kannst du dich am Samstag mit der Wespe aufs Klassentreffen fahren, nicht? Die Brüche geht Abmammerungskür, die ist noch in Schuss und die steht in die Schier. Jetzt ist aber ruhig mit euch. Euer Frühstück ist gerichtet. Oh, Ja, das kommt schnell. Ja. Ich zeige dir das Cocktailkleid, das ich mir gekauft habe für den Empfang vom Schengel. Du, und dann kannst du mir noch deine paar Reklänen und auch der Vater Boa, wie du immer an der Fasnacht dort und den Hals hängen hast. Ja, gute Idee, komm. Schau mal. Moines Hühnerföder. Mit das Kinienföder. Und so was Grießbluten. Ah, das ist mir jetzt wurscht egal, denn Punkt halber 12 gibt's 2 schöne Schnitzel und ein Blatt Pumfried im Kopf. Und weisst du, auf wen aus die Worte? Auf uns zwei! Ja, wir Männer, wir müssen doch zusammenhalten. Ganz genau. Du, aber, hey Sepp, wie hast du das gemacht mit deinen 6 cm? Hast du mir den Büschchen gezogen, hä? Weißt du, das hättest du doch gleich gemerkt, den Büschchen gezogen. Du, nö. Ha ha ha!
Das hat der Großpapa noch von der Großmama gefunden. Ich soll Brust und gib dann mit der Lust. Ich hänge nämlich auf den Sitz, denn sie sind wieder fit. Und der Büsch hängt nämlich immer das Knie. Alles ist wieder satt. Sogar der Arsch ist wieder satt. Und mit dem ist alles weg. Gefalten, gezunken und Gespeck. Und am Ende ist alles wieder schön nett. Fertig mit der Eierabig, Schluss mit der Schimtonik. In 0, nichts Devidit, seht man nichts mehr von der Cellulit. Ich war verrückt. Jetzt hat er sich in den Koch Cellulit gefreut. Heil, was hat das Mittel heilt jetzt weg? Ja. So, was ist? Sind wir schon fertig mit dem Frühstück? Ja, weißt du, Charlotte, wir haben jetzt beschlossen, heute richtig ein Regime zu machen. Wir trinken nur mehr Kaffee. Nur mehr Kaffee. Herr ist da! 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 Ein Brief! Der Brief von Amerika! Vom Schengele! Was? Vom Schengele! Finger weg! Das ist mein Brief! Nur bin ich auch der Erste, der ihn lese. Sepp, ich geh jetzt schnell neben und hol meine Brille. Pass mir auf diesen Brief auf, dass keiner anrührt, bis dass ich wieder da bin. Los, du mich in Ruhe. Wenn der Brief auf Amerikanisch geschrieben ist, können wir ihn sowieso nicht lesen. Du bist ein erster Mal ein Dolmetscher. Nämlich mir übersetzen ist nicht. Ihr habt nichts. Sepp, schenkt mir da noch einen Kaffee. Ja, wieder Witz. Mach doch nur Spass, du! Du hast doch das mit Absicht gemacht! Nee! Komm, was setzt du aus? Aufs Kanapé! Ja, chère Charlotte! Merci pour ton invitation, pour la rencontre et le repas de glace. J'arriverai à Suvelirche le 20 mai. Oh! Et je suis très heureux de revoir ma chère Old Alsace. Oh. Old Alsace? Da hätte er sicher dich gemeint, der Dolm von Elsass. Ich hab eine große Überraschung für euch. Meine Frau ist nämlich... Voilà, bei dir kann man jetzt gar nichts mehr lesen. Doch Leute, du, Moment, du stehst. Las Vegas, ce you later, John. Aber die Überraschung zwischendrin, was kennt ihr die sehen? Natürlich, lieber Gott, was ist denn das für eine Volksversammlung? Ohne Gaggerei. Man meint gerade, wir sind im Hühnerstall. Der amerikanische Güller hat geschrieben. Nein, kommt er, der Güller? Ah, ja, natürlich kommt er, was glaubst du denn? Seine Tochter ist schon da. Was? Seine Tochter ist schon da? Ja, wo? Die ist gestern schon angekommen. Ich hab sie nämlich schon rencontré.
Sie hat ein Zimmer im Hotel de Paris. Ja, warum hast denn du uns das nicht vorher gesagt? Wir müssen uns doch um das Kind bekümmern, denn der Schengel, der kommt nur mal am 20. Mai. Am 20. Mai? Ja. Aber ritzen wir ja den 20. Mai. Hitz? Ja. Jesus Gott, ja! Heute ist der 20. Mai! Heilige Madonna! Oh, und der Schengel kommt und neu! Ich bin gar nicht gespräht und richte die Chance zu ihr. So gut, gell? Ja, prima! Non, Dieu! Komm, Zahn, um das Gerät auf. Ich glaube, ich weiß, was da verschwommen ist. Ja, ah, was? Meine Frau ist eine große Schauspielerin und wohnt in Las Vegas. Ah, du hast doch von nichts keine Ahnung. Die großen Schauspieler, die wollen doch in Hollywood oder höchstens in Paris, aber doch nicht in Las Vegas. In Las Vegas, da gibt's nur ein Spiel. Das weiß ich ganz gut. Das habe ich schon an der Tele gesehen, ja. Das ist ein anständiges Klassentreffen. Du wirst nicht striptisiert. Hey, schon ist doch so etwas, welche Menschen im ganzen Dorf sein. Doch, wir schon! Was? Auf unserem Klassentreffen gibt es keine Säuereien am Ende. Und so etwas kriege ich im Schengel auch gar nicht zu. Denn der hat noch immer ein feiner Geschmack. Ein feiner Geschmack. Das sehe ich schon, weil dem hätte er dich auch nicht gewinnen, seine Mutter. Charlotte, wenn er doch das gehabt, wie es aus Tripodös ist, sondern wir haben jetzt fein zu allein, dass wir uns nicht blamieren. Schon steigen die wir einmal, wir haben nichts mehr zum Zeigen. Einmal. Ja, aber ich soll nicht, die Gold, die kennt ihr noch schon alle zwei, ja? Hopp, komm, wir gehen im Schaul und sind Kasten holen, in der Wabe, da geht's finden. Dekolleté. Kamillentee, der Pfefferminztee, das hab ich. Aber Dekolleté, das hab ich ja nicht. Auf jeden Fall, meine ich, das gibt ein Fest und das kostet uns nicht einmal nichts. Ja. Und wenn unsere Weiber Zirkus machen, dann sollen sie gerade ihr Klassentreffen machen mit ihrem Schengel. Und wir lehnen uns die Saal Multiaktivität für unsere Striptease-Hörs. Leute, der Großvater Schaki, die bringen wir bumpenvoll, bringen wir die. Hey, ich kenne doch mit der ganz. Ich kenne ist doch gar nicht mit der Unteralten. Sie redet doch noch mal Englisch. Ja, meinst du, dass der die Schengel noch nicht Elsässisch gelernt hat? Ja, aber für was denn? Ein Striptease-Hörs müsst doch gar nicht reden, wie im Striptease machen. Ja, das ist schon gut. Irgendwo müssen wir das, das bisschen Lehen, weißt du, das wir gekriegt haben von der Sécurité Sociale, wie wir auf Italien sind, da steht alles drin. Ah ja, auf Katholika. Ja, warum bist du in Protestantico gesehen? Da steht das Wichtigste, das Nötigste, steht drin auf alle Sprachen, sogar auf Englisch. Und da habe ich es schon. Du, ganz genau. Das lernen wir jetzt ins Wendy und da kann uns nichts mehr passieren. Ja. Hä? Hoppla. Du, Englisch. Ja. Also, pass auf. Das ist jetzt die erste Phrase. Ja. Gode morgen. Und das heißt Gode morgen. Wissen wir doch gar nicht. Hä? Das Klassentreffen ist erst am oben. Hä? Das Einfachste ist, wir sagen Hey oder Hello. Das macht man so in Amerika. Das ist gut. Und Lichtsepold. Hey! Hello! Das bin ich. Was ist denn mit dir los? Die lehren Englisch, Berufsklasse treffen. Ja, ja, natürlich, weil der ist Striptease. Ja, ja, weißt du, im Schengel sind die Frau, ich nenne die Striptease in Las Vegas. Ich wär verrückt, aber meine Alte ist ausgerechnet nicht von ihrer Klasse. Und jetzt, Hans, sitzt dich an und
Bei mir dumm's nicht. Voilà. Also der nächste Satz ist. Hove, are you? Und das will heißen, wie geht's dir? Und wiederholen. Hove, are you? Das ist gut, ha? Hey, das ist gut. Was soll es heißen? Was hat sie denn noch? Sie sagt, was hat sie denn noch? So, so. Was heißt das auf Elsässisch? Was heißt das auf Elsässisch? Gusi Gusa! Das kapiere ich eher ohne Englisch zu lehren. Aber nehmen wir mal das nächste. Also, der nächste Satz ist ein bisschen kompliziert. Ne? Has he got a temperature? Has he got a temperature? Und das will heißen, hat er Fieber. Noch nicht! Aber wenn man die dritte Saison da ist, da steht die Temperatur in der Hose! Großvater, aber doch nicht immer drin, so kommen wir nicht vorwärts. Also, nächster Satz. T, diese Hase, is contagious. Diese Hase ist contagious. Und das will heißen, ist die Krankheit ansteckend. Oh, Gottes Willen, das darf ich noch nicht sagen. Das kriegt ist nicht die Süße da. Aber nehmen wir mal den nächsten. Also der nächste Satz ist: Have you got some time against diarrhea? Have you got some time against diarrhea? Ja, was soll denn das heißen? Was soll denn das heißen? Warte, das soll heißen, Hanno Rebs geht jetzt schiss. Naja, das steht, gell? Kann nichts dafür. Steht. Wir machen mal hören, ob der nächste Satz weniger stinkt. Also, der nächste Satz ist: T, Babi. Weget 7 Pund at Birt. Se Babi Weget 7 Pund at Birt. Ja, und das will heißen, nicht, das Bubble hat 7 Pfund gewogen an der Geburt. Das ist gar nichts. Ich glaube, 8 Pfund gewogen davon und mit 53 Saaten wäre groß sind. Ich hab 9 Pfund gewöhnt, hab 60 cm gehabt. 60 cm hast du gehabt? Du bist auch nicht viel gewachsen. Mensch, Franz, halt jetzt deine Blät durch, gell? Haben wir die Post selbst gefreut? Dass lieber in der Post melden, dass wir mal andere Kalender machen. Als jedes Mal die Kätze nicht drauf. Wenn sie blonde Weiber drauf hätten, dann würden sie besser anbringen. Und mit blonde Weiber werden du auch wieder Kätzchen drauf. Jetzt wäre der Hof mit dem Quatsch, das ist doch gewährt mit dem Englischlehrer. Ü, das einfachste ist, er verstände ich mit Hand und Fuß, entweder sie versteht ich oder sie versteht ich nicht. Das ist jetzt ein vernünftiger Vorschlag. Genau so machen wir es. Das ist jetzt das erste Mal, wie wir das Klassentreffen anfangen zu gefallen. Ich freue mich jetzt gerade auf den Samstag, Dieter. Dann lassen wir die Zeit los. Was ist, Jungs? Ich werde mir jetzt ein bisschen Musik drauf nehmen, dass wir schon in die Stimmung kommen. Ja, wäre gut, warte ich mal. Ja, die richtige Musik. Ja, ich mir jetzt Erotisches. Hört sich schon mal an. Are you my
ist hey, Baby. Ja, schau mir ihre Schnitt. Sogar der Großpapa hockt dabei. Und das alles vor unserem Bö. Da müsste der Arm mit Gewalt verdorben werden. Oh, meine Alte, geil, wie kann man nicht das drinnen? Es ist ein Wunder, dass er noch nicht unter dem Tisch liegt, hä? Du bist ein Doktor, hä? Du bist wieder einmal ein ausständischer Mann. Hopp los mit der Heidi! Ich verstehe gar nicht, warum hast du dich aufregst. Erst brillst mit ihm, weil er nicht ans Klasse treffen will. Jetzt wieder? Jetzt ist er auch wieder nicht recht. So sind wir. Weil ihr dem sage ich, vorher bist du hier rot, laufst zuerst auf der Tortillebarri mit Erbsenden schön. Und Bad, und Bad. Das ist nie so traurig, wie die Mama verwetscht. Unschuldig spö, es so zu verderben, dass ihr es nicht schämen. Und der Schengele, der kann sich auch schämen, für so eine auf Süffelwirsche Treue bringen. Pfui! Ich konnte es aber gar nicht glauben. Und du kommst jetzt mit mir, der Schengele kommt hier zu uns, und Le Monde, du bist gar noch nicht anständig angezogen. Hopp, Dali! Dali! Ich glaube, ich will immer ein Tralala mit deiner Klasse treffen. Ich gehe mal ein bisschen in die Höhe. Und wer macht für uns, der willst. Hast du jetzt auch geholt, die Fies? Schau, ich bin doch Ich habe immer geholt, die Fäße. Aber jeden sind ja besser. Komm, Kathi, komm in. Oh, Jackie, du wohnst ja so, that's very funny. Ein lustiger Kischer an ihr. Weißt du, meine Mutter ist noch nicht zum Aufräumen gekommen, weil sie so viel Stress hat, weil ich im Klasse treffe. Du, sie ist ganz aufgeregt bei ihrem Vater. Oh, yes, deine Mutter schwärmt immer noch von meinem Daddy. Mein Daddy hat mir erzählt, dass deine Mutter die Kriegs, wie ich sage, die Kriegs kommt von der ganzen Klasse. Gut, und das ist im Laufe der Jahre wahrscheinlich noch schlimmer geworden. Come on, Jackie, give me a kiss. Kathi, doch nicht los, wenn meine Eltern kommen. Aber gestern bist du nicht so geniert gewesen. Was ist los mit dir? Kathi, für meine Eltern ist das ein großer Schock gewesen. Die denken nämlich, ich habe bis heute noch nicht gemerkt, dass es zwei Sorten Lied auf der Welt gibt. Oh mein Gott, ist denn deine Mutter so dumm? Das gibt's doch nicht. Nee, dumm nicht gerade. Sie versteht doch nicht, dass ich inzwischen schon über 20 Jahre alt bin. Oh, solange dass sie das denkt, habe ich wenigstens meine Röhe. Jesus Gott, hör mal, was ist denn das für ein Vögelscheiß? Die ist aber nicht vom Dorf. Wer ist denn die aufgekoppelt? Das ist Kathi, im Schengen seine Tochter. Ich hab doch nicht erzählt, dass ich sie im Hotel de Paris kann erblieben. Oh, yes. Hey, geht's you? Hey! Hi. Heiliger Gott, im Schengen sind Michael. Sag doch du,
Ich kann doch nicht amerikanisch. Ah, du hast doch schon immer so großes Mühe. Hi, ich bin... ich bin die Mutter von dem Boy. Und ich bin... Ich bin... Der Daddy. Very nice to meet you. Meet you? Mm. Hätte ich mal noch ein Milder. Was weiß denn ich? Jackie, kriegst du doch nicht so blöd und sag doch auch Eps. Is you, Papa, schon du? Hey, ich glaub, die versteht mich nicht. Es klingt doch aber Englisch, was ich sag. Es klingt aber nur, gell? Ihr könnt doch mit dem Kathi ganz normal reden. Sie versteht perfekt Elsassisch. Ja, ach so, aber sie nimmt normalerweise nicht. Ja. Ich soll Ihnen viel größeres Recht von meinen Eltern. Sie kommen hier oben wie erst durch. Hier oben? Oh, yes! Dann will ich mich aber schnell umsehen und unterstellen. So, ich will Sie nicht länger schon folgen. Wir sehen uns wieder hier oben. Was ist? Bringst du mich noch ins Hotel? Oh, je. Eigentlich habe ich Stelle wie neu. Na, das muss sein. Da opfere ich mich halt auf. Komm. Wie ist jetzt das geht? Wie mit dem ich Hupfut mal verloren. Und der hat nicht meinen, dass das mein Sohn ist. Es so, flotz, biebere. Und er will gegen Television lösen. Ich hab bis jetzt noch nichts zu kennen gehabt. Dass er sich nichts aus dem Mädchen macht. Aber was wird denn der Schägele denken von uns, wenn sich unser Bö so dumm anstellt, wenn er keine Ahnung hat von nichts? Ist wieder Angst, dass sie schämen muss? Müsst vor dem Schägele bei unserem Sohn? Ah ja, es ist doch wahr. Der Schägele, der meint, man lebe hinter dem Mond. Aber schuld bist ja nur mit du. Als Bobbe. Wärst schon längst in die Pflicht gewesen, der Junge ein bisschen aufklären. Was? Aufklären soll ich nicht? Ja, ich weiß doch gar nicht, was ich da sagen soll. Ja, und ich weiß das gerade recht mit. Auf jeden Fall muss der Junge bis hier oben aufgeklärt sein. Meinst du, alle Wei, ich will mich blamieren? Und der Bobbe Geido, der lässt sich gebüten über unsere Jackie. Und weißt du was? Wenn du ihnen nicht aufklären kannst, nur fragst du gerade den Großbaben, denn der kennt sich aus in diesen Sachen. Es wird immer besser. Jetzt kann ich nachholen, was dich schon 20 Jahre versündet hat. Und da brüch ich zuerst den Schnäpsel. Ich kenne mich doch selber nicht richtig aus. Vielleicht ich hab's in dem Besen. Na, das Wichtigste ist natürlich wieder nicht drinnen. Ha, schieß auf das Besen. Was könnte ich jetzt noch mal sagen? Jackie, du bist jetzt im Alter. Es wird jetzt langsam Zeit. Dass du die Wahrheit weißt, dann hast du jetzt aber auch wieder nicht. Oh, du lieber Gott, was für ein Lüse ist er denn wieder über die Leber gelaufen? Und süffelt du auch schon wieder? Großpapa, du bist meine letzte Redung. Charlotte verlangt von mir, dass ich unseren Sohn aufkläre, aber ich weiß doch gar nicht, was ich da machen soll. Und du freust du uns nicht? Ah ja, Charlotte meint, dass du es besser uns kennst. Ah, oh, so meint sie, Charlotte. Ja. Nur wenn sie es auch will, sie mal erklären. Zum Beispiel zwischen den Blumen und ihm. Der Blumen und ihm? Ja, aber du so bist Blumen und nicht ihm. Da stellt dich doch nicht so blöd an, ne? Hey, Großvater, du darfst mal ein großer Vollmond, wenn du unseren Sohn ein bisschen aufklären kennst. Nein, es ist im Vater seine Pflicht.
Oh, ich glaube, um deinen Sohn brüchst du dir keinen Kummer zu machen. Du sag mal, hast du manchmal auch kalte Füße? Ich kenne dir ja meine Füße wärmer lehnen. Ich brüche doch nicht in der Käse wärmer. Ich bin doch noch nicht im Alter der Züge lang genug, wenn er unsere Schacke immer lehnt. Du kannst schon mal hingucken. Leute, doch mal. Hoffentlich, da sind sie ja die immer. Die Schmuckler rückt den ganzen Hüfe immer in der Rinne. Sehen wir nicht rum, hä? Ja, dann weiß ja unser Sohn noch mehr als ich. Da bin ich was, dass mit der Aufklärung jetzt herum ist. Da sieht man, für was dass die Käsefies gut sind. Charlotte will ja nicht anrieren, weil er immer so bestie stinkt. Ah ja, natürlich stinkt er wie best. Ich leih ja alle 14 Tage ein frischer Münsterkäse. Das Charlotte nicht dran hat. Ach komm, Hello, everybody! Hello! I am back again! Schengele! Schengele, bist du's wirklich? Charlotte! Heißt Josef! Schengele, du bist aber grün und dick geworden! Ja, da hab ich mich noch eine bessere Figur hier! Hey, Schengele, ein bisschen Sport für Jung wird nicht schlecht. Wie geht's dich denn, Johnny? Wie wohl? Kennst du noch alles? Ah, ja, kenn ich noch, oder? Ja, Juliette. Und Francine, ah, du Jürgen. Ah, Didi. Oh, der Postmann. Der Franz. Hallo, Johnny. Hallo. Oh, der Großvater, der Grabhafer. Wir haben mich ja die eigentlich vor, hä? Edel, where is Maul? You? Ich bin 80 gesehen im Dezember. Naja, meiste Fest habe ich schon gelohnt. Großbobbe, nimm dich ein bisschen zusammen. Hey, Schengel, wo ist denn deine Frau? Oh, immer langsam. Immer mit der Ruhe. No, wir sind gegangen Säugtriebe in Amerika. Oh. Und nun bin ich halt noch in Frankreich beruflich. Ich habe eine Wohnung in Paris. Und was? Meine Frau, die kommt nicht, die hat unterweis noch ein paar getroffen. Aber auf die sind wir gespannt, du. Ja, wieso sie? Ja, Schengel, ja, was machst du denn du in Amerika beruflich und so? Ah, ich habe einen großen Soberhandelbetrieb. Mit 20 Angestellten und noch mehrere Filialen in Europa. Hast du gehört? Der hat 20 Angestellte. Ja. Und wir haben gerade 14 Söhne. Das ist schon richtig, jetzt ist der Woche hier in Amerika. Siehst du, und früher hätte er nicht einmal ein Westpaket. Ein Sommerhandelgeschäft und noch Filialen in Europa. Bist du der, der Monsanto Sommer verkauft hat? Nein, gar nicht. Es gibt auch Büren wie das verbotene Dings. Ah. Nicht sei in Amerika, genau wie du. Hey Kathi, komm mal. Oh, das wird meine Frau sein. Hey, da haben wir uns gestimmt, wie er meinen Brief gelesen hat. Ja, gestimmt ist nicht gerade ein Ausdruck. Wo hast du denn die aufgegabelt? Zufällig in Paris, im Salon de l'Agriculture, sind wir aneinander gewachsen. Da kommt unser Eins halt nicht an. Ja, oh, no. Da stelle ich euch vor. Meine Frau und unsere Tochter ist auch dabei. Therese! Je, Therese, bist du wirklich? Josef, hast du gesehen? Es ist Therese. Ja, ich bin's wirklich. Und es ist meine Tochter, Kathi. Der Johnny hat es adoptiert, wie wir gleich dran. So schön.
Jetzt ist alles süß. Oh, Jesus. Warum ist es?